Wie gesagt, also ganz kurz noch zum Programm für heute. Es kommt jetzt von 17 bis 18 Uhr die Karin. Dann dürfen wir einen für mich sehr, sehr interessanten Menschen auf der Bühne begrüßen. Den Joe Kreisel. Ich melde ihn jetzt mal schon vorab an. Dann um 19 Uhr kommt dann Hans Tolzin. Er wird über, wie hält man ein krankes Gesundheitssystem, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann um 20 Uhr geht es dann eh schon mit dem Podium los, wo dann nochmal alle Referenten hier auf dem Podium für euch da sind, Fragen und Antworten stellen könnt. Das Ganze funktioniert dann auch online. Ihr könnt über www.okitalk live dabei sein und Fragen stellen. Und ja, wir warten jetzt auf die Karin Kneißl. Hat sie irgendjemand gesehen? Naja gut, dann müssen wir es halt so machen, dass ich euch derweil unterhalte. Für mich ist es ja sehr, sehr spannend, heute hier zu sein, weil es ist eigentlich die erste Moderation auf einem Medienfestival. Ich komme ja aus der Musikszene, deshalb fällt es mir nicht so schwer, euch mit Worthülsen voll zu labern, sage ich mal. Und meine Musik und meine Texte waren auch oder sind nach wie vor sehr, sehr gesellschaftskritisch, sozialkritisch. Und gerade passend zum vorigen Thema, vielleicht ganz kurz, wenn ich darf, würde ich mir erlauben, euch kurz was vorzutragen. Einfach einen Text, der sehr gut hierher passt. Bis dann die Karin Kneißl bei uns auf der Bühne ist. Vielleicht, lieber Klaus, kannst du nochmal nachsehen. Dankeschön. Okay, dann toll wäre es natürlich. Ich habe eine Idee. Da steht, da hinten sehe ich jemanden. Du kannst Gitarre spielen, ja? Hast ja heute schon, ne? Super. Also, dann begrüßt mit mir und ein großes Dankeschön Andreas. Er war heute schon Referent. Ein Applaus. Er wird mich jetzt auf der Gitarre begleiten. Vielleicht Andreas, wenn wir das mit der Technik hinbekommen, kriegen wir hin. Dann versuchen wir jetzt einfach mal was ganz, wir improvisieren jetzt einfach mal. Also er wird was spielen und ich werde versuchen, nicht allzu sinnloses Zeug von mir zu geben und das passend zu seinen Klängen von der Gitarre. Wie gesagt, wir versuchen das Ganze heute dann noch zusammen mit Joe oder mit dem Duo Do It einen Jam zu starten. Okay, der Text ist schon ein bisschen älter, es geht, ja, das kriegt ihr wahrscheinlich eh mit. Also es geht irgendwie so, der Wirtschaft geht es gut, es geht wieder bergauf, nur zufriedene Gesichter, klar mit dickerem Bauch, rundum nur Aufschwung, fast nicht mehr zu ertragen, so berichtet, mit Musik und Lichtern in Farben. Klar, ich muss sagen, die Masse braucht das, doch ich will die Welt erleben, hey, das macht auch Spaß. Bewege ich mich doch oft noch in einem Schauglas mit Bewertung, taugt nichts, taugt macht's. Ah, da kommt die Gitarre. Wunderbar, dann versuchen wir das Ganze mit vielleicht einem Rugger Beat. Also ihr könnt gerne ein bisschen mitklatschen, also dann haben wir das Gefühl, es gibt ein paar Drums hier. Okay. Blindenmarkt. Der Wirtschaft geht es gut, es geht wieder bergauf. Nur zufriedene Gesichter, klar mit dickerem Bauch. Und nur Aufschwung, fast nicht mehr zu ertragen, so berichtet mit Musik und Lichtern in Farben. Klar, ich muss sagen, die Masse braucht das, doch ich will die Welt erleben, ey, das macht auch Spaß. Bewege ich mich doch oft noch wie in einem Schauglas, mit Bewertung taugt nichts, taugt was. Möchte euch erreichen, euch ihr Menschen da draußen, die konsumieren und die sich darin zur Schau stellen. Will euch nicht sagen, wie ihr zu denken habt, doch zu fühlen, was ihr tief in euch tragt. Frag dich, sag nichts, doch schau dich um. Hast du nicht das Gefühl, jemand hält dich für dumm? Falls nicht, hat's dich schon unter Drogen gestellt und den Kick bekommst du schick in deine Wohnzimmerwelt. Frag dich, sag nichts, doch schau dich um. Hast du nicht das Gefühl, jemand hält dich für dumm? Falls nicht, hat's dich schon unter Drogen gestellt und den Kick bekommst du schick in deine Wohnzimmerwelt. Jawohl. Dankeschön.
Also gut, wenn die Karin in 5 Minuten nicht da ist, dann müsst ihr einfach ein Referat von mir anhören. Wie wäre das? Hä? Sollen wir das so machen? Dann hätte ich gesagt, wir machen jetzt vielleicht 5 Minuten Pause. Wir können noch ein bisschen Musik spielen. Oder hast du noch was? Dann machen wir halt noch. Dann übernehmen wir hier einfach das Radio Okie Talk Medienfestival, machen eine dicke Sause, das heißt, es gibt ein, ladet alle ein, also es gibt jetzt keine Referate mehr, es gibt nur noch ein offenes Mic, eine offene Gitarre, jeder kann jammen, jeder kann auf die Bühne kommen, alles ist erlaubt, alles geht. Ja, dann schauen wir mal. Was für ein Beatwitz. Ja, das hätte wunderbar gepasst. Also vielleicht ein bisschen was Langsameres. Hast du irgendwas Ragga-mäßiges? Oder, der gelbe Mann. Ah, der Joe. Ja, das versuchen wir heute noch aus. Okay, wir können es ja auch so machen. Ich gebe dir mal den Text an. Du kannst es mal kurz anhören und dann... Vielen Dank, ihr sogenannten wahren Freunde. Ich meine, die, die es waren, sie waren es bis heute. Ich gebe es zu, ich habe die Augen verschlossen, im Glauben genossen, in Traumwelten verflossen. Umso härter traf es mich, als ich dann erkannt habe, dass ihr Gezabel und Getue für mein Leben keinen Bestand hat. Dann traf ich auf sie und sie grüßen mich. Doch ihr Böder neigt zu dem Film, dass er mir zu Füßen liegt. Sie wissen es nicht, die Antwort, wenn ich auf sie zugehe. Okay, dann frage ich über diesen Weg, tut es du nicht. Bestimmt glauben viele, dass dies eine Abrechnung ist. Doch weit gefehlt, hier ist bloß bis zum Verbrechen schlecht, wenn ich sehe, wie sich jeder von euch berechnen lässt. Ja, ja, jetzt stellt ihr fest, dass keiner von euch mich mag. Nämlich wegen dem, was ich über euch zu sagen hab. Ich weiß, es tut gut, deshalb frage ich heute, sind besten halt eben die wahren Freunde. Vielen Dank an euch, wie ihr da draußen seid. Vielen Dank nochmal und ich nutze die Pausenzeit. Seid stolz auf euch, denn doch euer blödes Tun verhelft mir, mir zu meinem persönlichen Ruhm. Vielen Dank an euch, wie ihr da draußen seid. Vielen Dank nochmal und ich nutze die Pausenzeit. Seid stolz auf euch, denn doch euer blödes Tun verhelft mir, mir zu meinem persönlichen Ruhm. Solo! Sind die Blicke, die euch in eure Zeit verraten? Doch eure falsche Wahrheit ist euer Bestand zu klein geraten. Oh, es tut mir leid, das wollte ich nicht so sagen. Doch es ist nun mal die Antwort auf eure folgenden Fragen. Es ist der Rhythmus, der zurück muss. Denn wer weiß, jetzt mit meiner Stimme wird er zum Genickschuss. Doch zum Glück sucht jeder Gewürkschutz. Doch zu spät, und wenn doch jeder so bemüht tut. Hier kommt mein mit Musik gesetzt, Dankeschön. Und am liebsten würde ich euch treffen, um euch die Hand zu geben, um euch zu fragen, wie ist es so am Rand zu leben? Doch was wirklich war und auf Ewigkeit Fakt ist, dass jeder von euch unter seinen Lügen nackt ist. Ich kann nur sagen, dass ich es ertragen kann, wenn ich den wahren Klang aus Text und Beat in mir spür. Mich berührt, verführt und zu neuem kürt. Ich berühre mich und führe es deutlich meinen Atem. Ich muss mich dann 1000 Mal fragen. Jawohl, okay, super. Dankeschön, echt cool. Ja, also die Karin ist immer noch nicht hier. Tja, das sind so die, es fehlen die Techniker, es fehlen die Referenten. Hat sonst jemand irgendwas Wichtiges zu sagen? Wir haben heute Samstag.
Samstag mit viel Hall. Samstag. Und der Ton Samstag, wie jeder weiß, gibt es 7 Tage die Woche. Und der, kannst du ein bisschen leiser machen? Ja. 7 Tage die Woche. Und wir haben auch 7 weiße Tasten auf dem Klavier. Ja. Jeder Tag hat einen Ganzton auf dem Klavier. Und der heutige Tag ist der Ton D mit 144 Hertz. Das ist Kehlchakra, von der Farbe her himmelblau. So himmelblau, wie wenn die Sonne so scheint wie heute, keine Wolke am Himmel. Und es ist alles total hellblau. Das ist der Planet Merkur um die Sonne kreisend. Das ist Kehlchakra. Und in diesem Ton D schwingt natürlich der gesamte Samstag. Und zwar jeder Samstag, in Zyklen wiederkehrend. Ja, alle 2 Wochen, alle 4 Wochen, Mondzyklen. Und deswegen spiele ich jetzt einfach aus diesem Ton heraus mit Stimme, Gesang und Gitarre das, was jetzt gerade ist. Ja, also ich kenne das Lied auch noch nicht, was jetzt entsteht. Das ergibt sich durch uns alle hier. Ja. Da brauche ich noch ein Plektrum, das habe ich hier, weil ich glaube, das etwas sanfter ist. Nachrechnen.
Rico Albrechts Name ist, das ist ja in Blau, in dem Ton D. Kann ich als Spaß dabei hinterher noch machen. Aber ich glaube, das ist auch sein Ton hier. Darum. Rico! Stage is yours. Und ich freue mich erstmal, jetzt gehen wir auf die Bühne. So, und da sind wir jetzt. Und wir wollen genau in die Mitte gehen, haben wir gesagt. So machen wir das auch. So, Rico. So würde ich mal sagen. Ja, Thank you.
Dankeschön. Ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen improvisieren. Ich bin schon so schnell drin im Thema hier. Eine Funkstrecke säbelt durch die Boxen. Keine Ahnung, wie sie herkommt, ist ja auch egal. Denn eine Zirbeldrüse in meinem Gehirn schlägt eigene Kapriolen. Von der Schwingung von Gold. Jetzt ist nicht mehr improvisiert. Der fällt mir gerade ein, zum über die Worte schwingen. Die Wortkraft schwingen. Eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden. Die Felder sind frei. Flop. Stopp, das heißt Stopp. Nur noch einen Hopp. Dann scheint es vorbei. Ob du richtig liegst oder nicht, das sagt dir leicht das Licht. Ob er leuchtet oder nicht, er klingt im eigenen Licht. Ja, in der Liebe deine Wortkraft schwingt. Darum hör auf, deine Worte, die du sagst. Denn sie schätzen deine Welt, und die du magst und willst. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst. Denn sie schätzen deine Welt, und die du magst und willst. Thank you.
Frucht deines Geistes hell erleuchtet zu sehen. Was deine Liebe schneller als Bedingungen. Und dein Wort fast geschehen. Darum hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schätzen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schätzen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Das siehst oder nicht, ob du das weißt oder nicht, ob du drauf scheißt oder nicht, ob dir das schmeckt oder nicht, ob du das siehst oder nicht, aber hör auf deine Worte. Die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Dankeschön. Das ein bisschen leiser machen, also weil wenn ich mir Gehör verschaffen will, dann rede ich einfach lauter. Ich rede dann einfach lauter. Das kann der junge Mann ja auch sehr gut, ja? Sehr laut. Dieser Tag, der Sonntag hier, schwingt in Indigo-Blau. Ja, das ist das Dis zum E. Und darauf spiele ich jetzt aus dem Moment heraus mit der Atmosphäre, die hier gerade ist. Aus der Atmosphäre, die hier gerade ist. Ui, aus der Atmosphäre, die hier gerade ist. Aus der Atmosphäre. Der Sphäre, die hier gerade ist. Aus der Atmosphäre, die hier gerade ist. Aus der Atmosphäre, die jetzt hier ist. Eine Atmosphäre, die hier jetzt ist. Jeder macht einfach, was er will. Und dann höre ich schon die Stimmen, die dann sagen, wenn hier jeder machen würde, was er will, dann hätten wir ein Chaos. Aber das stimmt ja nicht, wenn jeder macht, was er wirklich will. Wenn jeder tut, was sein Herz sagt. Wenn jeder einfach ist, wie er ist. Einfach tut, was er tut. Ohne Angst, sondern mit Mut. Dann wird alles gut. Thank you.
Liebe bringt zu mir und zu dir, im Wir und im Jetzt und im Hier. Einfach wieder lauter singen, bis das Herz anfängt zu schwingen und die Liebe rauszubringen, wie man, wie jeder das ja will, einfach sein, wer man wirklich ist, hier und jetzt. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch mittendrin. Danke. Eigentlich, sondern im Eigenlicht. Ja? Ja, in der Liebe deiner Wortkraft Schwingung. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Deine Liebe schwingen als Bedingung, ja, deiner Wortkraft Schwingung. Darum hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht, ob du das riechst oder nicht, ob du das weißt oder nicht, ob du das hörst oder nicht. Denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht.
Dankeschön. Vielen Dank. Soll ich noch einen oder ich darf noch einen, ich soll noch einen. Sollen und dürfen ist ja sehr dicht beieinander. Zumindest wenn man, wenn man auf der Bühne steht. Nee, das ist nicht der Stecker, das ist der Sender. Das kenne ich. Da ist wieder eine Fernsehfrequenz am Funken. Das ist in diesem Band, dieser Bandbreite, dieser Schade, ja. Egal. Habe ich eben schon gesungen. Ja, jetzt kommt der Abend kommt. Es ist nicht zu vermeiden. Der Tag ist vorbei. Ich kann mich selber noch leiden. Meine innere Stimme flüstert mir zu. Herzerwärmende Gefühl.
vorsichtig und behutsam. Wunderbar. Ja, dann kann jetzt der nächste Mensch sein Herz ausschütten. Ja, und dann liegt es da, ne? Dann musst du es erstmal wieder einsammeln und so. Naja, wir kennen das ja. Ja, danke, lieber Freund, für die nette Musikanlage. Wunderbar. Du darfst dann nachher weitermachen, hoffentlich. Hört das Hassen einfach auf.
keiner durch das Netz fällt, weil wir einfach zueinander nett sind, uns unterstützen mit dem, was wir am besten können, dann ist es so weit. Danke und viel Spaß beim nächsten Vortrag, schon in Erich. Test. Dankeschön. Danke dir, Andreas. Und jetzt suchen wir mal, wo ist denn unser Herr Hambach? Wir können uns noch einfach entwickeln, auf deine Seite haben wir jetzt hier. Wir können uns noch viel unterhalten. Ich würde trotzdem gerne mit dem Song noch abschließen. Würde das gehen? Ja, super. So, das ist ein sanftes Lied. Feel free.
just to be. Andreas Krauber, also wie gesagt, wenn ich so Chemie oder Physik gelernt hätte dürfen, hätte es richtig Spaß gemacht. An dich kurz die Frage, ich habe vernommen, wenn ich das richtig verstanden habe, gestern seid ihr von Bremen nach Lindenmarkt. Ja, sehr genau. Das war ganz spannend, weil wir haben gestern Abend das erste Mal Bremer Regionalfernsehen, eine Aufzeichnung, wo ich Talkgast war, ja, als alleiniger Talkgast. Was da in neuen Regionalländern in Norddeutschland ausgestrahlt wurde, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ja? Und deswegen habe ich das auch mitgenommen, weil hier wollte ich auch sein heute Morgen, heute Mittag um 12. Und dann sind wir die Nacht durchgefahren. Dann machen wir das da eben halt. Ja? Super, wunderbar. Nochmal einen großen Applaus für Andreas Körber, der singende Wissenschaftler. Vielen Dank. Wir sehen uns dann 20 Uhr hier nochmal auf dem Pool. Das freut mich. Dankeschön. Thank you.
Trifft auf mich. Darum geht's im nächsten Thema. Und um die Hindernisse zur guten Verbindung zwischen Unbewusstem und dem Ich. Unbewusstsein und Ich. Oder heißt es eigentlich Unterbewusstsein und Ich. Jetzt kommen die beiden Männer zu dem Thema, das ich gerade besungen habe. Das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimerverein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.